Haha, Recording in Progress. Heute Morgen treffe ich mich mit Sandra und wir beide schauen einfach mal als eine geerdete Übung für das, was wir gerade gebären, nämlich ein neues Format oder was ich gerade jetzt schon kriege, und so wird es heute den ganzen Tag gehen, dass wir, glaube ich, total geflutet sind mit Impulsen, Herr Sandra. Ja. Erstmal guten Morgen. Guten Morgen. Und wenn das ihr seht und jetzt vielleicht ein bisschen irritiert seid, weil ihr mich unter Sasa kennt, das ist völlig in Ordnung. Sandra ist mein Taufname und Sasa ist mein Herzname, den damals mein Bruder ins Leben gerufen hat als ganz kleiner Bub. Und ja, also ihr kennt mich, das ist richtig so. Ihr kennt mich an meinem Gesicht, ihr kennt mich an meinem Lächeln, ihr kennt mich an meinem Strahlen, an meinem, was ich sonst noch habe. Genauso wie alle die Karen kennen, die Karen von ihren Lichtfunken kennen, von ihrem Podcast Soul Talk und von all den tollen Formaten, die sie sonst noch anbietet. Und ja, ich freue mich riesig, dass wir hier miteinander sprechen dürfen. Und ja, dann legen wir jetzt einfach mal los. Wir legen einfach mal los. Und ich glaube, was schon bei mir anklopft, bevor wir jetzt hier auf die Aufnahme gedrückt haben, war schon gleich unser ganzes Lichtfunkenhelfer-Team da. Und ich glaube, die möchten sich einmal vorstellen. Also ganz irdisch gesehen heiße ich Karen und da ist die Sandra. Und wir sind zwei Frauen, die beide verheiratet sind. Ich habe ein leibliches Kind und einen Kater im Moment und natürlich meinen Mann mit mir im Haus leben. Und Sandra hat ihren Mann und ganz viele tierische Kinder mit sich im Haus leben. Wie viele sind es aktuell? Aktuell sind es 9 Katzen, beziehungsweise 10, wobei eine unterwegs ist, und 3 Hasen und ganz viele Sternchen, Hasen und Sternchenkatzen. Ich glaube, da darfst du kurz erklären, was meinst du mit Sternchen, ja? Genau, also Katzen und Hasen, die bei mir gelebt haben und schon ihren tierischen Körper einfach abgestreift haben und dennoch mit mir sind in ihrem Licht, Seelenlicht sein. So. Und da meldet sich natürlich, und so wird wahrscheinlich das ganze Format laufen, da meldet sich jetzt schon ein mindestens, oh, nicht nur ein Sternchen. So, da meldet sich gleich der Ramses, das ist mein wundervoller Seelenbegleiter der letzten 19 Jahre, der ist dieses Jahr gegangen, also hat Sandras Worte wären seinen Körper, seine Körperhülle abgestreift, ist jetzt im Regenbogenland oder auf der anderen Seite im Licht und steht uns so immer noch zur Seite und da meldet sich jetzt tatsächlich, sehe ich gerade von meinem inneren Auge, das ist vielleicht für dich auch schon ein Hinweis, da können wir gleich näher nochmal drauf eingehen, wie sprechen wir oder nehmen wir Kontakt auf, sowohl mit Tieren natürlich als auch mit Seelchen, also mit Menschenseelen und mit Pflanzenseelen, kommt jetzt auch schon, also mit allem, was beseelt ist, nämlich über unsere Intuition. Und jeder hat da so ein bisschen andere Schwerpunkte, was die Kanäle angeht. Mein stärkster Schwerpunkt ist das Hellwissen. Also das ist wirklich in einer Lichtsekunde, weiß ich es einfach. Und da ist gar kein Raum mehr da, darüber nachzudenken. Ich spreche quasi aus, also 1:1, was kommt und spreche aus und beobachte mich ganz oft selber beim Sprechen und denke dann, huch, was sagst du denn da? Weil da gar kein Zwischenraum ist für den Verstand, darüber nachzudenken. Das kommt direkt durch. Und dann natürlich auch das Fühlen ist bei mir sehr stark und natürlich sehe ich auch innere Bilder und manchmal höre ich auch Dinge und manchmal rieche ich auch. Sag mal, du kannst gleich sagen, was bei dir so die stärksten Kanäle sind. Und manchmal ist es bei mir, und dann nutze ich, dass du schon weißt, das Wort Anmutung, weil es ein Mischmasch aus verschiedenen Kanälen ist und ich in dem Moment gar nicht die Zeit habe, weil es so schnell geht, das zu sortieren. Dann sage ich sehe gerade oder ich habe so ein Gefühl von, dann wähle ich quasi den stärksten Kanal. Wenn ich sage, ich habe ein Gefühl von, dann ist das Gefühl gerade ganz oben für mich beim Aussprechen oder es kommt schon die nächste Botschaft, weil es wichtig ist für dich, da auch hinzufühlen.
Ja, und so, und eben gerade kamen die Bilder von meinem Kanarienvogel, den ich mal hatte, der Niki. Und der auch echt eine große Rolle in meiner Pubertät gespielt hat, von meiner Bella natürlich. Das war eine Deutsch-Lanka-Jagdhündin. Und sogar der Piepmatz meldet sich. Das war ein Wellensittich. Und es zeigen sich tatsächlich jetzt auch noch Naturtiere, also wie heißt das, Wildtiere, also natürliche Tiere. Es zeigt sich nämlich gerade ein Igel. Und ich habe sofort einen Blitzgedanken, wann ich den gesehen habe und welche Botschaft damit verknüpft war. Ja. Weil das war nur eine ganz kurze Begegnung, die aber ganz wichtige Bedeutung in dem Moment hatte und so einen Schlüssel aufgezeigt hat für mich, weil er eine Ja. wichtige Botschaft hatte. Jetzt du, Sandra. Also, wie ist es bei dir? Wie nimmst du es wahr? Das ganze Paket. Und es ist für mich tatsächlich so, wie in der Begegnung, in der irdischen Begegnung mit Menschen. So kann ich die Tiere sehen, so kann ich, oder so besser ausgedrückt, so sehe ich die Tiere, so sehe ich Elfen, Engel, wobei da habe ich mir jahrelang, jahrzehntelang vieles nicht erlaubt, obwohl ich mir erlaubt habe, schon auch zu sagen, dass ich mit allem, was da ist, sprechen kann. Sprich, ich spreche auch ganz plakativ gesagt mit dem Sessel, der vielleicht nicht richtig steht. Oder mit dem Kissen, auf dem ich gerade sitze, was mich gerade so ein bisschen kneift und sagt, hey Kissen, mach's mir doch leichter. Und dann ist es auch, ist es so. Es gibt ganz viele verschiedene Facetten des Empfangens. Und da ich, ja, es ist ein Teil von mir. Ich kenne mich nicht anders. Ich habe es jahrelang verleugnen müssen, weil es nicht in das Lebenskonzept der Menschen gepasst hat, mit denen ich zusammen gelebt habe. Und Ich ja, glaube, also wenn ich da reingrätschen darf, kurz, das ist eine ganz wichtige Botschaft für dich, auch wenn du das hörst oder siehst. Denn das ist etwas, was ich immer wieder in meiner Arbeit, wenn ich Menschen begleite, ihre Gaben zu leben oder wirklich ganz neuen Ausdruck davon zu gebären. Und es ist wirklich ein Geburtsprozess. Und ein Geburtsprozess ist was Natürliches. Der Körper, der beseelte Körper weiß genau, was zu tun ist, zu welchem Zeitpunkt. Und dennoch ist es eben ganz wesentlich, wenn du damit nicht alleine bist, sondern ein Umfeld hast von wissenden, sehenden, spürenden, weisen Menschen, die da in der Verkörperung, sprich hier auf der Erde, schon ein Stückchen weiter sind, ein Stückchen das schon wieder rückerinnert haben, ein Stückchen mehr oder auch ein Stück weiter mehr sich erkannt haben. Und das verbindet Sandra und mich. Wir haben. Und alle Menschen eigentlich, die zu uns kommen auch, die haben, und dazu gehörst du wahrscheinlich auch, die haben diese Gabe schon immer gehabt und sind aber sozialisiert worden, also aufgewachsen in einem Umfeld also Mama, Papa, wenn du keine leiblichen Eltern hattest, Adoptiveltern. Oder die engste Umgebung. Also ich kenne viele, kommt auch gerade das Bild, die ich begleiten durfte, da haben die Eltern keine Zeit gehabt und die waren ganz viel bei den Großeltern. Ja? Da waren die Großeltern eigentlich die prägenden Personen. Und später natürlich, also wenn du früh in die Kita musstest, ja, oder so, dann ist also die ersten Jahre sind, das weiß man inzwischen natürlich schon lange, sehr prägend. Also das ist so wie deine innere Festplatte kriegt so eine Information nach der anderen und wird da so vollgepackt. Und wenn es in diesem Umfeld halt gar keine Sprache gibt für Tierkommunikation, für Seelenlesen, für Medium-Aktivitäten, also sprich die Verbindung, das Empfangen der Botschaften aus der nicht sichtbaren, also physisch, für die meisten physisch nicht sichtbaren Welt,
energetische Heilarbeit, Ahnenarbeit im weitesten Sinne, so wie es alten Traditionen entspricht, überhaupt zum Thema inneres Kind, wie wichtig das ist, wie der Umgang, nicht der Umgang, wie das Miteinandersein in frühester Zeit erfolgt, das alles eben Auswirkungen hat, ja, so. Und da war das bei uns beiden so, ja, also glaubt man nicht, dass wir, es gibt so Menschen, die haben dieses Bam-Erlebnis, ja, und da habe ich mich früher ganz oft, war ich traurig, weil die haben dann so ganz klare Rückerinnerungen, so, ich denke jetzt an ein Medium, die ist dann irgendwie mit 6, glaube ich, ertrunken fast und hat dann eben gesehen, wie die Engel sie aus dem Wasser gezogen haben und es war so, so, und wenn alle das lesen, sagen sie, oh mein Gott, ja, Wahnsinn und so, und da eine meiner wichtigsten Lehrerinnen in der Zeit, die hatte so eine bedrohliche Situation. Die Engel haben immer zu ihr gesprochen damals. Sie hat sehr mit Engelenergien zu tun gehabt. Bei der habe ich auch gelernt, die nächsten Schritte zu aktivieren, mich rückzuerinnern, weil es mein Familienfeld ist. Und da, Seelenfamilienfeld, da hat sie nicht gehört und ist dann irgendwie immer in Situationen, die brenzlig waren. Und da gab es eine lebensbedrohliche Situation. Und in dem Moment hat sie ganz klare Anweisungen von oben gekriegt, was sie machen soll. Und so kam sie da raus. Und das hat sie in Mark und Bein sozusagen erschüttert im Körper, dass sie gesagt hat, okay, ich mache alles jetzt genauso, wie ihr es sagt. Ich werde immer zuhören und ich werde umsetzen. So. Und das war natürlich auch im Buch so beschrieben. Und dann dachte ich immer, ja, und bei mir? Und ich habe nicht so ein Bam-Erlebnis. Und ich glaube, bei dir ist ähnlich, Sandra. Es gibt ganz viele Momente. Da muss ich jetzt dir schon so ein bisschen was beichten, weil ich bin tatsächlich mit so einem besonderen Aha-Erlebnis aus diesem ich verschließe mich, damit ich anderen Menschen nicht erschrecke, herauskatapultiert worden. Denn in der Zeit, als ich aus Deutschland nach Österreich dann gezogen bin, habe ich ja meine drei Perserkatzen, Indira, Celine und Lady, Püppchen, mitgenommen. Und die mich schon kennen, die wissen, dass Lady Püppchen eine ganz besondere Begleiterin ist, so wie für Karin der Ramses. Und Lady Püppchen hatte eine Zeit, wo es ihr schlecht ging. Richtig schlecht. Und immer, wenn ich sie angeschaut habe, habe ich so gedacht, warum habe ich denn auf einmal so Magenschmerzen? Warum ist mir denn so übel? Und ich weiß, ich kann mir das überhaupt nicht erklären. Wenn ich dann ihr den Rücken zugedreht habe, war das weg. Da habe ich mir gedacht, ey, spinne ich jetzt? Was ist denn das? Und das gibt's doch gar nicht. Und dann habe ich irgendwie gegoogelt, wie ich immer so schön sage, Mr. Google befragt. Ich weiß gar nicht mehr, nach was ich da gegoogelt habe. Auf jeden Fall bin ich dann in Richtung Tierkommunikation gekommen und habe so gedacht, ich habe ja schon mal davon gehört, aber ja, schaue ich dann mal. Dann bin ich zu einer Tierkommunikatorin hingeführt worden, habe dann eine ganz liebe Seele kennengelernt aus deren Team, die dann das allererste Tiergespräch für mich geführt hat mit meiner Lady. Darüber bin ich auch an ein Buch gekommen und da habe ich schon auf der ersten Seite, nach den ersten, glaube ich, 3 oder 4 Zeilen, habe ich so geweint, weil mir kam es vor, sie spricht von mir. Und da habe ich mich erinnert. Das war so dieser Aha-Moment. Das ist das. Das ist das, was. Und dann war es nicht so, dass es leise aufging, also wie wenn jemand leise die Klinke runterdrückt und leise die Tür aufmacht, sondern das war so wie, ich lasse mal die Zugbrücke runter und dann brechen die Ketten von der Zugbrücke und die Zugbrücke kracht runter und alles explodiert. Und ich so, wow, was ist denn jetzt hier los? Was geht denn da ab? Und dann kamen ganz viele verschüttete Erinnerungen aus der Kindheit,
auch an das, was ich gefühlt habe mit unserem Pepi, ein Wellensittich, ein grün-gelber Wellensittich, der immer für sein Leben gern geplappert hat. Und ich hab dann immer ihn immer reden hören und meine Mutter hat auch mit ihm gesprochen, als ob sie ihn versteht. Und das war für mich ganz normal. Es war einfach für mich ganz normal, wenn wir versucht haben, dass er fliegen darf, dass wir dann gemerkt haben, nee, das geht irgendwie nicht, der hat Angst, der sieht nicht richtig und so. Und wir haben ihn dann ganz einfach so gelassen, wie er war. Und haben dann gespürt, wo stehst du denn am liebsten, was möchtest du gerne fressen und so weiter, so ganz intuitiv. Ich hatte da zu der Zeit aber mit den Begrifflichkeiten und was da vor sich geht, ganz ehrlich, überhaupt nichts mit am Hut. Ich wusste gar nicht, was Intuition ist. Was ist denn das für ein komisches Wort? und dann mit diesem Buch ging das alles auf. Okay. Und ich konnte gar nicht mehr anders. Da bin ich voll bei dir. Natürlich haben wir alle diese Weckrufe dann sozusagen, ne? Ja. Oder diese Rückerinnerung. Aber da siehst du schon, da war eine Interpretation bei mir drauf. Also es muss was Dramatisches sein im Sinne von, ich muss halt gestorben sein oder ich muss den Engel oder die Erscheinung jetzt leibhaftig vor mir sehen. Also sowas ganz Dramatisches, was bei mir eben nicht war. Da war dieser Vergleich und diese Bewertung. Und deswegen war lange die Selbstsabotage noch weiter. Ja, ich kann es halt doch nicht. Ja, bei mir ist es anders. Und bei mir war es so wie bei dir. Ein Leben lang war es selbstverständlich für mich, meine Tiere zu verstehen und die zu fühlen, was du gerade ganz wichtig, was du gesagt hast, ich fühle die. Aber niemand hat mir das auseinandergefummelt. Und da ich ganz anders sozialisiert war, hatte ich natürlich auch kein Vertrauen, nicht, also nein, stimmt auch nicht. Da gab es einen Teil, der war sich sicher, dass das so ist. Der war ganz leise. Aber es war gar kein Raum dafür, dass der Größe bekam. Und natürlich brauchte ich auch meine Wake-up-Calls. Wake-up-Calls, genau. Und bei mir war es wirklich so, also da ich so, ich bin ja Widderchen, Aszendent Jungfrau, also ich kenne mich jetzt nicht wirklich mit Astrologie aus, aber mir wurde immer gesagt, also du bist ja auch Widder, ne? Mir wurde immer gesagt, ja, du willst ja nur mit dem Kopf durch die Wand und mir wurde unterstellt, ich sei ein Trotzkopf. Und, ja, kenne ich alle die sowas, Spiele. Ja, und irgendwie, und das darf man nicht, das darf ein Mädchen sowieso nicht, das ist egoistisch und ein kleines Mädchen macht dies nicht und das nicht und jenes nicht und ich bin auch wirklich aufgewachsen, klassisch zu gehorchen, sage ich jetzt mal so und aber ich hatte Gott sei Dank in meiner damals für mich ganz normalen Familie, also da gab es jetzt eben nicht diese Bäm-Erlebnisse, ne? Und deswegen, ich bin normal, ich kann nichts Besonderes, ich habe kein besonderes Talent, das habe ich wirklich lange gedacht, ich bin nicht besonders gut in Mathe, ich male ganz gerne und der Lehrer hat dann auch gesagt, ja Mensch, da solltest du unbedingt was machen, aber es war nie dieses Feuer so stark da, dass ich alles hätte stehen und liegen lassen, was ja zum Widder normalerweise passt, ja, zu sagen so, boah, dafür gehe ich jetzt. Ich bin immer für andere gegangen, glaube ich, jetzt. Ich glaube, jetzt gerade, wo ich das mit dir hier bespreche, jetzt gerade wird mir klar, ich bin immer mit meiner Energie, mit meinem Feuer für andere gegangen. Ja, um die und jetzt, wenn ich da jetzt einmal dazwischen funken darf, es löst sich gerade ganz viel. Ich habe gerade ständig dieses Bedürfnis, dass ich aufstoßen muss. Das ist ein Körpersignal, das ganz viel durchfließt, Altes durchfließt und nochmal angeschaut werden darf, aber diesmal nicht mit diesem Gefühl, das ist alles bäh und das war alles doof, sondern so lächelnd und wohlwollend und wissend, dass das alles Trittsteine sind auf unserem Weg und so können wir das jetzt in Liebe und Dankbarkeit annehmen und darüber lächeln und uns darüber sogar freuen. Sogar darüber, dass ich als Kind, der Spruch, solange du deine Füße unter meinem Tisch stellst, kennt ihr bestimmt alle. Oder wenn dann jemand sagte,
Das macht man nicht. Habe ich mal gesagt, ja und? Mir doch egal. Ich mache das. Und habe natürlich dann, diejenigen haben dann so und Stehhaare und so, ne? Und nein, und du musst dich aber doch anpassen und du kannst nicht mal so rausposaunen und trag doch dein Herzen nicht auf der Zunge. Und was erzählst denn du da für ein Blödsinn? Kam dann auch, ist dann später von meinem Mann gespiegelt worden, dieses alte Thema, wo ich dann auch, wir haben auch einen ganz besonderen Weg miteinander. Und das darf sich jetzt alles auflösen. Und ja, ich bin diejenige, die gleich von Anbeginn gesagt hat, als ich an die Tierkommunikation, so wie sie gezeigt und gelehrt wird, herangeführt wurde, habe ich gesagt, jeder Mensch kann das. Jeder Mensch hat das in sich. Wir haben es nur verlernt, denn die Tierkommunikation und Seelenkommunikation ist genau das Tool, was Babys nutzen, um mit ihren Menschen zu kommunizieren, die eben noch nicht sich verbal ausdrücken können. Das ist eine mega Vorlage für mich, weil als meine Tochter zur Welt kam, hatte ich nie das Gefühl, die kann auch nicht sprechen. Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass die nur bla bla, wo, pff, oder sowas macht, weil ja. Ich die ganze Zeit mit ihr kommuniziert habe. Und daher war auch überhaupt kein Grund, irgendwie Druck, oh, ist sie schon, ja, es gibt ja so Statistiken, was Kinder bis wann entwickelt haben sollten. Ne? Das wird beim Tierarzt genau abgeprüft und so. Oder beim Tierarzt. Ja, beim Tierarzt wahrscheinlich auch. Also ist die Entwicklung standesgemäß? Und ich habe mich jetzt gerade damit beschäftigt, weil eventuell ein Hund wieder zu uns kommt, so einen Hundeführerschein zu machen. Kurzer Schwank. Und da war in diversen Fragen sowas wie, geh mit dem Hund schon mal, bevor er überhaupt irgendwas hat, zum Tierarzt, damit er das positiv verknüpft und ihm nicht gleich wehgetan wird. Und da habe ich so gedacht, ja, diese Tests, die werden ja für Menschen gemacht, die nicht so in der Tiefe sich mit all diesen Themen beschäftigen, wie du und ich jetzt gerade. Und ich beschäftige, also wenn ich mit meinem Tier oder meinem Kind, einem Lebewesen, was mir am Herzen liegt, irgendwo hingehe, ins Krankenhaus, zum Tierarzt, zum Menschenarzt, dann bin ich sowas von präsent an der Seite dieses Lebewesens. Dann bin ich so in meiner Kraft, so am Nutzen meines Energiefeldes, dass diese Lebewesen, die ich da begleite, in eine wohlige Wolldecke eingehüllt sind von Liebe und Zuversicht, Vertrauen, Geborgenheit und Ruhe und Klarheit, dass da gar keine Angst, da ist kein Angstfeld. Aber das mache ich natürlich. Das ist mir dann wieder so bewusst geworden, dass das ja nicht jeder Mensch so macht. Und deswegen ist es gut, dass für die Allgemeinheit halt dieses geh mal erstmal dahin, so, wenn eben dieses Wissen um die, wer bin ich wirklich selber? Also wenn du es in dir selber nicht erkennst, wer du bist und wie deine, diese Lichtfunken, die du schon genannt hast, wie du wirken kannst mit Energie, was dich ausmacht und so weiter, dann kannst du es natürlich vielleicht auch noch nicht so bewusst in der Form mit jemand anderen zusammenbringen. Und wir sind jetzt hier, die Sandra, die Sasa und die Karen, und möchten dir hier unsere Lichtfunkensprudel zur Verfügung stellen. Sprich, wirklich das, und das siehst du ja jetzt an diesem Video oder Audio schon, je nachdem, wie das jetzt rausgeht, auch das wissen wir noch nicht genau, wir lassen uns komplett führen. Also dass dieses kreative Gestaltungsprojekt steht unter dem Stern, gestern hatte Sandra ein neues Chakra entdeckt. Das, sag mal eben kurz, wie es heißt, Sternen. Das ist das, das Sternenkronenchakra. Ja. Und zwar ist das ein Chakra, was zwischen dem Kronen, was ich zwischen dem Kronenchakra und dem Seelenstern gesehen habe. Ich war total irritiert im Nachhinein,
Und habe dann gegoogelt und habe dann immer so vom Verstand her immer so, habe ich das jetzt nicht mit dem Sternentor verwechselt? Und ist denn da jetzt nicht? Und wow, und was ist denn das? Und kann ich das überhaupt? Und darf ich das überhaupt? Und dann habe ich mich erinnert, einfach mal zu mir zurückzugehen, mich einzusammeln. Das mache ich übers Atmen, übers verbundene Atmen. Und habe dann einfach meine Lichtfunken, Helfer, meine Engel und Elfen-Company, alle meine Helferchen, die bei mir sind, gefragt, hey, was ist denn das? Was sehe ich denn da? Was habe ich denn da gesehen? Und da kam ganz ohne großes Brimbamborium, das ist ein Chakra der neuen Dimension. Und das war echt was ganz Besonderes für mich. Das ist in dem Wirken mit einer ganz lieben Seele aufgetaucht, in einer, ich nenne es jetzt mal, Reinigungsinitiation, aber da werden wir euch später von erzählen. Es war was ganz Besonderes. Es gehört irgendwie mit jetzt dazu. Also das ist so alles so ein bisschen was. Wir zeigen euch jetzt gerade unsere Lichtfunkeln, Edelsteinchen, Schmucksammlung. So ein bisschen. Also jede Facette zeigen wir euch gerade so ein bisschen was von. Ja. Ich hatte eben auch schon die Information, dass es geht um die Installation von Lichtsäulen, die du in deinem Zuhause einrichten kannst und was das für eine Bedeutung hat, was es wandeln und bewirken kann und so weiter. Das wird separat aufgenommen, hatte ich auch gerade. Ja. Konzentriert extra für diesen Bereich, ob es jetzt hier dann öffentlich zur Verfügung steht oder ob es dann in der Lichtfunkenakademie landet, in der ich mit Sandra zusammen wirke und auch noch mit anderen Frauen. Das wird sich dann zeigen. Und was du jetzt hier live einfach mit uns erlebst, ist, und so wird es sprudelnderweise sehr inspirierend, lebendig und on spot aus dem Moment heraus bei jeder Begegnung sein, weil wir einfach unserer Führung vertrauen. Unsere Ausrichtung ist kristallklar. Wir möchten ein Beitrag für dich sein. Ja, wir möchten beitragen und dafür haben wir eine sehr hohe Bereitschaft in uns. Das fühlen wir und dann folgen wir unserer Führung. Dafür gibt es ein ganzes feinstoffliches Team, was für mich zur Verfügung steht, was Sandra hat, was miteinander wirkt, was dann vielleicht auch mit dir wirkt. Und wir teilen jeweils pro Folge sozusagen, was gerade da geteilt werden darf, was dran ist, was durch uns kommt. Und ja, wir haben es jetzt hier einfach mal Tiergespräche genannt. Bei uns geht es um alles. Also wir sind sehr verbunden und da liegt auch unser Herz, das Verständnis, wie du dein Tier, also einen anderen Dialog, eine andere Begegnung, ein anderes Verständnis, ein anderes Miteinander mit deinem Tier entfalten kannst oder entwickeln kannst. Ganz gleich, welches Wort für dich da jetzt gerade stimmt. Das liegt uns am Herzen durch Geschichten, die wir teilen, durch persönliche Geschichten unserer Tiere, durch Botschaften, die wir bekommen von Seelen, die schon gegangen sind, durch Botschaften von Tieren, die sich jetzt schon, ich kriege gerade so ein Bild, die kommen jetzt gerade alle angerannt und klopfen, wir wollen auch mit euch sprechen. Vielleicht wird es irgendwann so sein, dass wir sagen, wenn du eine Frage hast, dann stell die und wir beantworten die einfach. Also es ist ein Format, was sich kreiert mit dir zusammen, ja, mit jedem, der hier zuschaut oder zuhört, was immer so rausgeht. Und durch diese wachsende Gemeinschaft werden wir ja auch gespeist. Um welche Informationen geht es? Was darf jetzt hier bereitgestellt werden? Und ja, also wir decken eine sehr, sehr breite Palette an Verkörperungswissen an. Also dass wir haben unsere Erfahrungen gemacht in diesem Leben, viele Erfahrungen. Genau. Genau. Und Tiergespräche und Tierbotschaften aus dem eine ganz besondere, auch sehr bekannte Tierkommunikatorin spricht in ihren Büchern
von der Kommunikation mit nichtmenschlichen Tieren und menschlichen Tieren. Insofern ist da eben auch der Link hin zu den Tiergesprächen und eben auch der Link zu der Verwandtschaft mit unseren Tieren, die uns begleiten. Und eben auch die Verbindung und Verbundenheit mit der Seelenwelt und manche sagen Anderswelt, die mehr im Schamanismus zu Hause sind. Viele Tierkommunikatoren sprechen vom Regenbogenland, was mittlerweile ja auch, ich sag's jetzt mal so, gesellschaftsfähig ist, das Regenbogenland oder die Lichterwelt. Wohin wir dann unsere Seelen begleiten, die viele auch im Traum besuchen. Und das darf jetzt einfach alles da sein und alles das, was du siehst und wie du es wahrnimmst, das darf so sein. Das darf so sein. Jeder von uns hat seine eigene Wahrnehmungsfacette und alles ist richtig, alles ist richtig und alles ist wichtig. Du darfst so sein. Mit deinen Tieren, mit deinen Menschen, mit Elfen, mit Engeln, mit Naturwesen, mit besonderen Helfern, die sich vielleicht sogar nur dir zeigen. Mit geliebten Verstorbenen, genau. Verstorbenen Menschen und auch Tierseelen, mit spirituellen Mentoren aus unterschiedlichen Regionen. Da gehe ich jetzt nicht, also genau. Planetarische und. Also da wollen wir jetzt nicht im Detail, weil das genau. Würde es weit fassen, aber du darfst dir vertrauen. Erstens eine ganz wichtige Botschaft, was Sandra gesagt hat, du bist nie allein. Ja? Wenn du dich auch menschlich mal allein fühlst, es gibt immer ein ganzes Team an Energien, an wunderbaren, liebevollen Wesenheiten, die du quasi einladen darfst, dir zu helfen, wenn du gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst. Genau, und da sind wir aber, wenn ich da jetzt wieder dazwischen bitte, funke, und da sind wir bei einem ganz wichtigen, leuchtenden Lichtfunken. Es gibt Phasen, da kommt es dir vielleicht vor, ich kann es nicht mehr sehen, ich kann mich nicht mehr sehen oder ich kann das überhaupt nicht sehen. Was reden die denn da? Was ist denn das? Und du hast aber so ein Gefühl, es zieht dich dahin. Dann gibt es ganz wundervolle Menschen, Seelen, die, schau da bitte ganz für dich, der dich da anspricht, die dir liebend gerne beitragen. Und das darf ganz leicht sein. Du darfst dich da ganz frei von Konzepten machen und dafür stehen wir auch. Für die Bereitschaft, uns frei zu machen, für dich da zu sein und dich ein Stück Weg zu begleiten durch unsere Welt, damit und unsere Wahrnehmung einfach zu zeigen, wie leicht es sein darf, das dein Gefühl zu holen und das zu leben. Ja, und dein Gefühl ist, achte einfach auf deine Intuition, auch wenn du vielleicht die gerade nicht so klar hören kannst. Es gibt Phasen, wo wir gerade geschüttelt werden, im Prozess sind. Da kannst du die Klarheit gerade nicht spüren. Da hast du das Gefühl, auf im Nebel zu stehen. Aber deine Intuition ist immer am Start. Ja, und da gibt es ein Gefühl oder ich fühle mich hingezogen. Du kannst es dir vielleicht mit dem Kopf nicht erklären, aber vertraue einfach diesem deinem Körper, dieser Kraft, die durch dich wirkt. Und manchmal geht es auch nicht, noch ein wesentlicher Faktor, sondern den ich erwähnen möchte,
Da haben wir gestern darüber gesprochen, dass vielleicht, wo du sagst, ja, ich habe aber jetzt ja gar kein Tier und weiß ich nicht, aber irgendwie hat es mich jetzt hier hingezogen. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich hier soll. Also nochmal, die Tiere spielen eine wesentliche Rolle, aber du hast gerade schon gemerkt, es hat damit zu tun, welchen Lebensweg wir gegangen sind. Wir werden persönliche Geschichten teilen. Es hat, wir werden immer wieder natürlich, weil es nicht trennbar ist, das Thema Seelenkommunikation, ja, Botschaften der Seele, egal ob für Mensch oder Tier. Und ganz wesentlicher Bestandteil dieses Wirkens hier ist unsere Energie. Und manchmal denkt vielleicht dein Kopf bei dem, was wir sagen, hä, kann ich überhaupt nichts mit anfangen, was soll denn das alles? Dann schließ die Augen, mach den Ton ein bisschen leiser und lass einfach, öffne dich für die Energie, die fließt und spüre einfach nur. Ja? Und da kannst du schon eine Menge mitnehmen, denn unsere Felder der Verkörperung, was wir hier schon durchgeschleust haben, was wir bereits transformiert haben, wo wir Konzepte abgelegt haben, wo wir alte Wunden geheilt haben, wo wir uns rückerinnert haben und so weiter, die strahlen ja durch uns durch. Das sind unsere Lichtfunken. Und Genau. wir freuen uns einfach, wenn du ein Stück auf dieser Reise begleitest. Und Genau. ansonsten würde ich jetzt sagen, verabschieden wir uns hier mit dieser Folge. Was sagst du, Sandra? Ja, das war jetzt, ich denke mal, jetzt einfach so zum Zeigen, worum es hier gehen kann und gehen wird. Und ich bin selber ganz neugierig, wohin es uns führt, was wir erzählen dürfen. Und ja, ich bin selbst ganz gespannt aufs nächste Mal und freue mich, wenn du dabei bist. In diesem Sinne wünsche mir dir einen beseelten Tag und eine gute Zeit. Mögest du beschützt und behütet sein und verabschieden uns. Alles Liebe. Tschüss von Karen. Und Sandra. Tschüss.